Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ark? Komm, steig auf da. Okay, geht nicht. So, in der Nacht. Ich habe jetzt die Nacht kurz abgewartet. Es wird eine vielleicht etwas kürzere Folge heute, weil ich dann gleich zur Weihnachtsfeier muss. Und in dieser Folge, ich habe mir alles eingepackt, was wir brauchen, um ein Fernrohr zu bauen. Und aus da. Möchte jetzt einfach nur kurz rüberfliegen, ja? Kurz rüberfliegen, da wo man diese Schreie immer. Da wo wir die Kristalle gefunden haben zu dem Berg. Zum einen, um zwei Kristalle zu holen, mehr will ich gar nicht, ja? Zum anderen, um zu schauen, ob es dort Agentavisse gegeben hat. Ich weiß, das allererste Mal, als man mit einem Pteranodon in den Redwood geflogen sind, haben wir Pteranodons gefunden. Agentavisse, die haben uns damals getötet. Genau. Genau. Und ich möchte aber, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob hier bei dem Berg auch welche waren. Das möchte ich jetzt kurz nochmal schauen. Die Folge heute könnte ein bisschen kürzer werden. Ich werde dann gleich abgeholt nämlich. Aber mich juckt es gerade noch so, dass ich das jetzt hier noch, dass ich da noch schnell rüberfliege. Ihr seht, Petra ist gut ausgelastet. Ich nenne sie eh schon Petra, ne? Es wird Petra die Zweite werden, natürlich. Müssen uns nur dann jetzt kurz mal einen Platz zum Erholen suchen. Vielleicht hier kurz den Stein. Und ich habe zu viele Bären, glaube ich, mit. Die werden wir dann, während Petra sich hier kurz ausruht, schnell mal halbieren. Ansonsten in der Nacht war ich kurz mit dem Triceratops draußen, habe ein paar Bären gefarmt, habe Narkosemittel aufgenommen. Also der kann noch besser Bären farmen, echt, als hier der Moshop. Und irgendwas hat uns angegriffen. Ich war gerade drinnen. Ich war gerade drin in der Bude. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich war gerade drin in der Bude und auf einmal ging es draußen voll ab. Komm, ich brauche den ganzen Stapel nicht. Seht ihr, 5 Holz, 10 und es fehlen noch 2 Kristalle fürs Fernrohr. So, Petra ist wieder aufgeladen. War da gerade was? Nö. So, das muss doch da drüben gewesen sein, ne? Jetzt ist sie auch nicht mehr überladen. Sehr schön. Das war schon einfach da drüben, ne? Lass mich hier kurz den Strand ein bisschen anschauen. Da habe ich mir so überlegt, hier hinten vielleicht, also da hinten in der Ecke, dass wir dort unsere Basis bauen. Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwas hat uns angegriffen. Ich habe aber leider nicht mehr gesehen, was es war. Es waren auf jeden Fall 2 oder 3 Dinos. Könnte sein, dass es Raptoren gewesen sind. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Der Berg war doch, war der Berg hier? War der Berg da? Ich denke schon, das müsste hier der Berg sein, mit, wo wir das Eisen gefunden haben und die Kristalle, oder? Nur rein, 2 Kristalle, raus. Und dann gleich während dem Flug das Craften. Dann haben wir endlich dieses Fernrohr. Dann werden wir das in der nächsten Folge auch testen. Und ich werde trotzdem jetzt wieder mehr mit Petra auf Erkundung gehen, allerdings... Oh ja, ich weiß halt nicht, wie ich sie leveln soll, ne? Könnte mal probieren, ob man mit irgendwas farmen kann, irgendwelche Materialien oder so. Ja, genau, da ist der Berg. Da ist der Berg. Weil hier ja auch ein schöner Spot wäre für eine Basis, ne? Aber auch wieder so weit weg vom Wasser. So, wir schauen uns mal um, was hier so ist. Eisen, ja, das wissen wir. Okay. Kack, die wandern. Hier ist alles voller Raptoren, Leute. Das kann jetzt nicht sein, oder? Hier ist jetzt alles voller Raptoren, wo die Kristalle sind.
wenn ich hier lande. Eine K. Okay. Craften und weg. Aufpassen auf die Energie. Jetzt ist hier oben alles voller Raptoren. Ah, sie ist gleich erschöpft. Ich muss gleich landen. Verdammt! Es wird schon wieder eine enge Geschichte. Es wird schon wieder eine viel zu enge Geschichte. Hier oben bitte. Ist vergiftet. No, 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 no. Was ist los? No, no, no. Fuck. Weg hier. Fliege ich überhaupt in die richtige Richtung? Nö. Ups. Ich habe übrigens auch das Kostüm angezogen. Warum fliegt sie nicht? Jetzt. Ich habe übrigens auch das Kostüm angezogen, wie ihr seht. Aber die hat gerade Holz gefarmt oder so, ne? Ein Baum, der ist auf jeden Fall umgefallen. Schaffen wir es noch darunter? Ja. Landen. Ich möchte so gern landen. Möchte in deiner Nähe bleiben. Jetzt möchte ich nur kurz probieren. Kann die einen Baum fällen? Die kann einen Baum fällen, ne? Kommt zwar nichts raus bei, aber... Kriegt die da... Sicher, die kriegt da IP, ne? So könnte man es zumindest ein bisschen leveln. Okay, ich mache keine kurze Folge draus. Ich werde die Folge heute anfangen und morgen fertig aufnehmen. In 5 Minuten werde ich schon geholt. Das geht sie sonst nicht mehr aus, ne? Aber ich will jetzt auch keine zu kurze Folge machen, ehrlich gesagt. Bis jetzt habe ich bei Petra der Zweiten immer alles auf Ausdauer gegeben. Sie wird jetzt dann mal was in Gewicht reinkriegen. Und jetzt, warte mal, lass mich das mal probieren. Jetzt muss ich halt nur mal irgendwie im Triceratops Level 3. Level 4. Okay. Brontosaurus Level 13. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Fernrohr, Leute. Wir haben endlich ein Fernrohr. Wassernehmer könnte man eigentlich gleich noch mitnehmen, ne? Und ja, ich habe gelernt, man landet mit der Leertaste.
Aber es funktioniert halt nicht immer. Gut. Auf jeden Fall hat uns hier oben etwas angegriffen. Irgendwas hat uns heimgesucht. Und zwar auf der Seite, wo die... Auf der Seite hier drüben. So hier ungefähr war der Showdown. Ich habe nur leider nicht gesehen, was es war. So Bären und so Fasern kann er nicht. Na. Und hier die ganzen Palmen könnte man mit die eigentlich mal wegroden. Sie sammelt halt dabei nichts auf. So. Ich packe sie wieder schön hier oben. Muss ich jetzt immer schön streicheln, damit hier alles levelt. Sieht, der ist noch voller Samen und so. Ja, cool, wieder was erledigt. Ich überlege mir dann noch, wie es in der Folge weitergeht. Aber das nehme ich dann, wie gesagt, morgen auf und werde die beiden Folgen dann zusammenschneiden. Wie schaut es jetzt hier aus? 61 Narkosemittel haben wir jetzt hier fertig. Zement, Schießpulver ist das. Kreatin. Stein können wir gleich wieder da rausnehmen. Und der Rest vom Zimmer. Habe ich das in der Folge gemacht oder nicht? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hier Wandfackeln aufgehängt, ne? Die habe ich gebaut. Dazu musste ich Zement mixen. So. Pfeile bräuchten wir noch. 61. 42. Ich mag natürlich schön gerunde Zahlen. Also nehmen wir hier die 100. Das restliche Narkosemittel brauchen wir eh auch, ne? Die Petra kackt mir da auf die Stiegen. Ja, Petra, Schatzi, was ist denn mit dir los? Wir werden uns jetzt dann mit Petra aufmachen. Um einen neuen Spot für unsere Basis zu finden, ja. Das Übersiedeln und so werde ich alles selber machen. Da nehme ich euch nicht mit. Das mache ich offscreen, das müsst ihr nicht sehen, ist sicher auch langweilig. Mir ist wichtig, dass Petra jetzt lange und im Frieden lebt. Vor allem lange. Das gehen wir hier wieder rein, das können wir hier stacken, dann haben wir weniger. Und er hier, ne? Trizi. Bärensammler Deluxe. Also was der Bären sammelt, ist ein Wahnsinn. Also, ich mache hier jetzt einen Cut und nehme hier dann weiter auf, ne? Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Die Folge geht weiter. Einen Tag danach. Es ist jetzt mittlerweile Mittag und ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeschlafen von der Weihnachtsfeier, aber jetzt geht's weiter. Im letzten Teil haben wir uns ja das Fernrohr geholt. Ich will jetzt kurz, wie schauen wir aus? Was habe ich hier alles geladen? Nix. Wir können wieder einen Punkt vergeben. Gebt ihm wieder eine Resistance. Und dann wollte ich jetzt mal schauen. Ne? Ihr habt zu mir gesagt, Dino-Tore und so Zeug. Aus Stein. Um diese Dino-Balle zu bauen. Wo sind die? Fensterrahmen, das ist schon aus Metall. Meint ihr hier das kleine Steintor oder gibt es da auch noch ein großes Steintor? Gibt es da auch noch ein großes Steintor? Steintor. To. Behemoth Steintorbogen. Ein mächtiger Steinmörtel, der genutzt werden kann, um große Dinosaurier einzupferchen.
900 Holz kostet eines, 900 Stein und 900 Stroh. Seid ihr denn wahnsinnig? Da farme ich ja 10 Tage. Oder reicht das Kleine für ein Argentarius? Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was wir hier brauchen, ja? Welches Tor ich lernen soll. So. Wir hauen uns mal auf die Petra. Die zweite. Wohlgemerkt. Geben ihr einen Punkt jetzt auf Gewicht dazu. Und ich möchte mit Petra jetzt kurz mal hier rüber fliegen. Ups. Richtung 70-40, 70-50 da in die Ecke. Mich da umschauen, ob wir dort die Möglichkeit haben, uns dort die neue Basis aufzubauen. Ja? Vor allem auch, was sind dort für Dinos so ansässig? Eben um unsere Basis dann da drüber zu legen. Das Haus würde ich, wie gesagt, ja, das... Da werde ich zwischen den Folgen das ganze Material dort in einen Schrank zusammenfarmen. Und dann würde ich mit euch kurz in einer Folge alles, alles vorbereiten dort. Würde ich kurz mit euch in einer Folge das aufbauen und dann alles wieder offscreen übersiedeln. Ne? Aber wie gesagt, ich fühle mich hier nicht richtig, hier sind wir nicht richtig, wo wir jetzt sind. Das ist zu weit ab am Schuss, zu weit weg vom Wasser. Für mich zumindest. Ich kann mich auch täuschen und ihr sagt, ja, Marito, das geht schon. Aber dort drüben sind wir auch dann näher an dem Metallspot dran, ne? Metall- und Kristallspot, wo wir übrigens, ja, das letzte Mal alles, wo alles voller Raptoren gewesen ist, ne? Und ich meinte so hier in der Ecke irgendwo, ne? Weil da sind wir wirklich gleich in den anderen Gebieten drüben. Kurz mal ein bisschen umschauen, ob hier irgendwas ist. So. Das sind Fiomia Level 20. Wie komme ich da wieder raus? So. Ein Nasen, ein Rüsselbär. Ist auch ein Rüsselbär. Aber hier wäre doch irgendwie ein optimaler Spot, oder nicht? Täusche ich mich da, dass wir hier oben gleich beim Berg, wo wir das Metall haben, wir sind direkt am Wasser. Wir müssten halt hier wirklich dann rundherum diese Spikes setzen. Dass wir hier irgendwo so die Gärten ans Wasser bauen, hier irgendwo rein dann unsere Bude. Unser Haus da hinten ist... Was bist du? Dilophosaurus Level 15, ja, mit dem wären wir schon fertig. Lass uns mal auf den Stein darüber fliegen. Ist auch wichtig, dass hier dann keine Krokodile sind und so, ne? Keine Krokodile und keine Schlangen, das wäre schlecht. Das ist nur so ein Rüsseltier. Oder da drüben. Da drüben ging es auch, ne? Also da, wo wir jetzt gerade... Da sind wir auch näher am Wasser. Und näher am Schuss. Wir sind hier jetzt... Pardon. Okay, lass uns da noch ein bisschen nach hinten schauen. Einfach mal zwecks, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. Schauen wir da jetzt ein bisschen nach hinten. Was da so abgeht, ne? Also da ist schon wirklich Dschungel. Da drüben ist schon wirklich Redwood.
Und hier geht's halt voll ab mit Raptoren und so, oder was auch immer da gerade keucht und fleucht. Und hier ist halt nur Sumpf, ne? Im Sumpf direkt möchte ich eben nicht bauen. Ich denke, dass hier eigentlich ein guter Spot. Oder wir machen es wirklich da, ja? Da sind wir wirklich so am Dreiländereck. Also da, wo man jetzt, wo ich gerade drauf zufliege. Dass wir die Basis dorthin bauen. Da hätten wir auch nicht so weit zum Übersiedeln mit unserem ganzen Zeug. Auf die Insel, meint ihr? Auf die Insel. Bin immer unsicher. Nee, auf die Insel möchte ich nicht. Das ist mir zu unsicher, aber hier, ne? Dass wir quasi hier bauen. You know what I mean? Das sind halt Insekten. Aber mit den Insekten wären wir fertig, ne? Mit den Insekten würden wir auf jeden Fall fertig werden. Und hier hätten wir halt einen guten Spot. Da können wir uns auch easy eine Wasserleitung... Was ist denn das? Raufholen. Das ist, glaube ich, so ein Biberdamm, ne? Biberbau. Da schwimmt da der Biber. Der Biber liebt Musi. So, wollen wir uns hier niederlassen, Leute? Ich glaube schon. Hier ein bisschen erhöht das Haus und die Gärten. Da machen wir hier, legen wir eine Wasserleitung runter. Was brauche ich für einen Schrank? Ein Schrank. Fasern, Holz und Stroh. Das sollten wir gleich zusammen haben. Oh, no, 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 no. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen. Oh, ich hab dich gesehen. Oh, boah. Fuck, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab... Du meinst, das ist dein Zuhause hier? Ja, dann eben hier drüben, ne? Ach du Kacke, verfolgt die mich jetzt? Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin gerade so unentschlossen. Ah, Petra ist wieder aufgestiegen. Sehr gut. Kriegt eins auf Ausdauer wieder. Mache ich jetzt abwechselnd immer einen auf Ausdauer, einen auf Gewicht, ne? Okay, da drüben ist auf jeden Fall Schlangengebiet. Aber hier wäre jetzt nicht so viel, ne? Ein Dilfo, ja, der soll nicht das... Kann ich? Habe ich das schon probiert? Ne, ich kann von ihr nicht runterschießen, ne? Moshop wäre auch da. Lass mich mal hier irgendwo einen Schrank hinstellen.
ist jetzt der Dilfo? Die Lofo, Entschuldigung. Da ist er. Schatzele, gib mir kurz ein bisschen Fleisch. Das war schon das Schlimmste, was jetzt momentan hier steht. Es ist einfach hier besser. Kann man sagen, was man will, es ist trotzdem hier besser. So schön es da oben ist, so schön unsere Ebene oben ist, so schön die Hütte geworden ist, wir sind da zu weit ab vom Schuss. Wir sind zu weit weg vom Wasser, ne? So. Da können wir mal alles hier zusammenfarmen, quasi, was wir brauchen. An Material. Immens viel Holz. Wir müssen halt dann hier wirklich auch so Spikes aufsetzen, ne? Das ist in dem Fall hier wichtig. Stein müsste man von drüben fast mitnehmen. Und das Doofe, das finde ich wirklich doof, ist, dass du halt deine Schränke und so oder deine Werkbänke und so nicht wieder abbauen kannst, ne? Das haben sie nicht so toll gelöst, finde ich. Ich weiß, es geht mit einer Mod, dass man das wieder alles abbauen kann. Die habe ich nicht. Wir spielen ja ohne Mods. Denn ich will erstmal das Spiel ohne Mods kennenlernen. Aber hier wäre doch echt ein schöner Spot. Hier wäre doch echt ein schöner Spot, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Holen jetzt mal hier noch die 1000 Holz. Einmal machen wir das Inventar noch voll. Der kommt noch weg. Hätten wir hier irgendwo Stein? Da vorne, ne? Das können wir uns ja im Endeffekt auch gleich holen. Und war es nicht hier, wo... Nee, war nicht hier. Oder Tertiosaurus uns damals in die Schranken gewiesen hat. Und Leute, ich sehe schon, wir sind jetzt fast auf 30 Minuten schon. Ich farme jetzt hier noch ein bisschen was zusammen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier, wenn es ums Bauen geht. Bis dahin, ciao, baba.